Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, 13. August, Tag des heiligen Hippolyt, auch des heiligen Bodzianus. Hippolyt in Österreich, bekannt durch St. Pölten, 170, geboren in Rom, einer der letzten großen Kirchengelehrten, die in griechischer Sprache im westkirchlichen Bereich geschrieben haben. Er selber zuerst sehr gefördert durch den Papst, kommt aber mit Calixtus dem Ersten, einem ehemaligen Sklaven, in Konflikt, vor allem über die Dreifaltigkeitsfrage. Er lässt sich selber als Gegenpapst aufstellen, bleibt es auch nach 2017, bleibt das auch als Calixtus stirbt und Bonzianus gewählt wird. Im Jahr 235 werden beide jedoch vom Kaiser in das Bergwerk in Sardinien verbannt, wo sie sich versöhnt haben und von dort auch zur Einigkeit der Kirche ausgerufen haben. Deswegen haben sie auch den gemeinsamen Heiligen Tag. Wie wir hier schon an der Tafel in St. Pölten sehen, die sich dort am Kirchentor befindet, gibt es eigentlich zwei Hippolyte. Links sehen wir den Hippolyt, den ich geschildert habe. Rechts Hippolytus, den Wächter des Laurentius, von diesem bekehrt, mit seiner ganzen Familie auch zum Märtyrer geworden. Oft werden die Legenden zwischen den Zweien verwechselt und zu guter Letzt ist es auch so, dass für diesen auch der 13. August der Gedenktag ist, sodass wir hier beide drauf sehen und an der rechten Hand sehen wir zwei Mönche, die die Reliquien des heiligen Hippolyt hier nach St. Pölten bringen. Hippolyt selber wird, nämlich der Bischof und ursprüngliche Gegenpapst, wird später in den Katakomben, die nun nach ihm benannt sind, begraben und von dort sollen auch die Reliquien stammen, die sich in St. Pölten befinden, und zwar am Hochaltar, so wie wir es hier sehen. Er ist der Patron von St. Pölten als Stadt, aber auch der Diözese St. Pölten. In der Lesung hören wir von Ezechiel. Ezechiel wird immer von Gott als Menschensohn angesprochen und ist der Prophezeier nicht nur des Untergangs von Jerusalem unter Nebukadnezar, aber auch der Prophezeier der möglichen Erlösung des Volkes, des Heimführens aus der Diaspora. Hier wird prophezeit, wie er, Ezechiel, aus der Stadt gehen soll, auch im Auftrag Gottes, nämlich zuerst am Tag sein Gepäck hinauszubringen, am Abend in der Nacht durch ein Loch zu entschwinden. So war das bei den Verschleppten. Und er macht das auch so, um dem Volk Israel zu zeigen, so wird auch euer König und werdet ihr verschleppt werden. Gott befragt ihn dazu und es ist prophezeit, dass auch der letzte König, es wird Joachim sein, von Nebukadnezar ja letztlich verschleppt wird. Im Evangelium, in Matthäus, die große Frage des Vergebens. Petrus fragt, soll ich 7-mal vergeben? Er sagt nein. 7-mal, 70-mal, und er bringt gleichzeitig auch das Gleichnis. Das Gleichnis eines Verwalters, der zur Abrechnung vor seinen König treten soll. Wir sehen einen Teilausschnitt eines Bildes, komme ich noch darauf zurück. Und dort schuldet er dann plötzlich 10.000 Talente, die er herausgeben soll. Der König will ihn deswegen
ihn auf die und seine Familie als Sklaven verkaufen, er winselt um Gnade, der König erlässt ihm die Schuld. Er aber geht hinaus, findet einen Schuldner, der ihm 100 Denare schuldet, und diese 100 Denare kann er nicht zahlen, er lässt ihn daraufhin einsperren. Einen kleinen Vergleich, damit man sagt, der Tageslohn war ein Denar, ein Jahreslohn ungefähr 300 Denare, also der dem Verwalter geschuldet hat, hat ihm ein Drittel eines Jahreslohnes geschuldet. Ein Talent waren 6.000 Denare, also 20 Jahreslöhne. Wenn er 10.000 Talente geschuldet hat, dann waren das ungefähr 200.000 Jahreslöhne. Also eine unendliche Summe. Fast, wir werden hier jetzt die Schuld der Kommerzialbank Burgenland sehen. Nur zum Vergleich, die kleine Summe hat er von dem eingefordert, er selber hat sich die große nachgeben lassen wollen. Und da sehen wir, dass in dem Bild den ursprünglich kleinen Ausschnitt, den ich zuerst gezeigt habe, und dann das Bild, der Herr lässt ihn in den, der Gutsherr lässt ihn in den Kerker werfen. Und Christus sagt uns, ihr sollt vergeben, genauso wie der Vater vergibt. Wenn ihr nicht vergebt, dann wird es euch genauso ergehen. In einer kleinen Belehrung sozusagen wird uns gesagt, Jesus möchte, dass wir allen Menschen vergeben. Das Gleiche sagt, ja, uns wurde so viel von Gott gegeben, aber auch von ihm vergeben, dass auch wir entsprechend vergeben sollen.